Ja, liebe Leute, da sind wir wieder bei Deus Ex und wir müssen erstmal gucken, wie wir hier rüberkommen, ohne, wenn möglich, von der Kamera gesehen zu werden. So, mal schauen. Also Kamera umgehen geht schon. Oh, ich glaube, ich sehe da eine Kiste. Und dann bleibt immer noch die Frage, wie komme ich darüber? Oh, hier gibt es auch noch rein. Ja, hüpfen, natürlich. Ah, hier ist auch schon. Haha. Vielen Dank. Ja, dann schauen wir uns mal gut um. Wow, schneller, schneller. Zugriff gewährt. Geschafft. Also geht doch erstmal Kameras auf. Ja, Roboter auf Gegner, genau. So. Die dürften jetzt erstmal abgelenkt sein. Oh. Ja, die Armbrust können wir leider nicht mitnehmen. Okay, mal gucken, was haben wir hier alles? Na, wir haben kein Sturmgewehr, also können wir einfach weg damit? Munitionskapazität. Das würde ich ja beim Revolver anbringen, wenn möglich. Ja, es geht, super. Nein, Taifun-Munition brauchen wir auch nicht. Schon Nuke-Viren, EMP-Granate haben wir wieder, super. Spirituosen, Lasergewehr-Batterien. Ja, ich denke mal, das Lasergewehr werden wir besser aufheben. Ich habe gelesen, es soll sehr gut sein, also. Ja, wir hacken erstmal alles gründlich. Wir zeigen den Pennern mal, was wir alles drauf haben. Oh, schneller, schneller! Zugriff gewährt. Geschafft. Oh. Habe ich mich jetzt gesehen oder ist es eher der Roboter, der gerade Amok läuft? Okay, ich würde mal sagen, das war der Roboter, der Amok läuft. Supi. Hätten wir auch durchgekonnt, schön. Verdammter Feigling. Hoffentlich versucht er das nochmal. Ah, hier sind die nächsten. Sehr gut. Ja, Sicherheitsstufe 3, das dürfte leicht hingehen. Los, los, los! Zugriff geschafft. Erstmal natürlich wieder die Kameras aus und Geschütz auf Gegner einstellen. Viel Spaß, ihr Mistkerle. Ich halte die guten Jungs schon auf Trab. Zugriff gewährt. Kids habe ich jetzt wieder 8, nur einen, okay. Ich denke mal, wir sollten auch die Lungen verbessern. Ich habe so das Gefühl, dass wir auch bald wieder Giftgas abkriegen würden.
Ja, hüpfen kann man auch gerne. Also bis jetzt läuft noch sehr lässig. Ach, da sind schon wieder welche. Oh. Da hat mich anscheinend jemand gesehen. Einfach weg. Gut, hier ist keiner. Oh. Noch nichts. Wow. Oh Mann. Ah, kommt schon, Leute. Ich bin doch ein netter Kerl. So, Tür zu, Affe tot. Okay, hacken wir mal wieder ein bisschen. Keine Bewegung! Hä? Haben die mich jetzt echt entdeckt, oder? Oh! Tatsache! Vor dieser kleinen Rock'n'Roll-Pause habe ich über eine ziemlich ernste Sache... Es gibt keinen Fall, ich habe ihn verloren! Was zur Hölle? Er ist da draußen und ich will ihn haben! Das reicht jetzt aber! Oh Mann. Kommt die mich plötzlich wieder entdeckt oder so? Freund, ich sehe die hier nicht. Kommt ruhig her. Wenn ihr euch traut. Oh Mann. Ach toll. Sie könnten meinen Jungs noch einiges beibringen, Jensen. Naja. Woher haben Sie diese Frequenz? Uraltes chinesisches Geheimnis. Hören Sie zu. Sie werden das Päckchen in das Büro von Verwalter Wang bringen. Legen Sie es dem Dreckskerl auf den Schreibtisch und lösen Sie es aus. Klingt das gut für Sie? Klingt, als würde ich Ihnen einen Gefallen tun. Oh, anscheinend ist da Gas drin. Na toll. Mal wieder Suppi gewesen. Sie könnten meinen Jungs noch einiges beibringen, Jensen. Tom, ich finde dich schon. Woher haben Sie diese Frequenz? Uraltes chinesisches Geheimnis. Hören Sie zu. Sie werden das Päckchen in das Büro von Verwalter Wang bringen. Legen Sie es dem Dreckskerl auf den Schreibtisch und lösen Sie es aus. Klingt das gut für Sie? Klingt, als würde ich Ihnen einen Gefallen tun. Was habe ich davon? Die Explosion wird die Wachen ablenken. Sie springen in einen Frachtpott und weg sind sie. Aber sie haben nur einen Versuch. Sobald das Ding scharf ist, gibt es kein Zurück mehr. Alles verstanden? Verstanden. Erst scharf machen, wenn ich bereit bin. Irgendwas stimmt hier nicht. Okay, dann. Ich sollte lieber aufpassen. Hacken. Hacken.
Zugriff gewährt. So. Hier ist kein Grund, irgendwie misstrauisch zu sein. Dann scheint es ja auch noch ein Scharfschütze. Na toll. Und los geht's. Zugriff gewährt. Keine Ahnung, warum wir es gemacht haben, aber hey. Der ist wirklich da oben irgendwo. Ich frage jetzt noch, wie soll man da hochkommen? Vor dieser kleinen Rock'n'Roll-Pause habe ich über eine ziemlich ernste Sache gesehen. Ich freue mich auch, der Roboter uns so wohlgesonnen ist hier. Ach, da ist der Penner. Dies sind die Reisen der Raumstation Illuminati. Wie läuft, Leute? Die Mission, euch und eure Familien zu beherrschen, läuft. Und sie verlegen die Schlacht jetzt in neue Regionen. Und damit meine ich nicht eure Auf Wiedersehen. Auch noch einer. Na dann. Nein. Ach komm. Wo ist er? Ach, da ist er. Schön lächeln. Okay. Wollt ihr mich verarschen? Ja, nee, ist klar. Okay, momentan hasse ich das Teil. Ach komm. Okay, den kann ich so nicht erwischen, oder was? Na gut. Dann nicht. Ja, ich muss schon sagen. Müssen wir theoretisch sicher sein. Ja, bestimmt müssen wir dort wieder hin und dann... Ja. Jetzt so. Jetzt hier schnell rennen. Und wieder hacken.
muss ja sagen, die haben ganz schön für Sicherheit gesorgt hier. Oh Mann. Gott, versuchen wir unser Glück. Okay, versuchen wir lieber das Nuke-Virus. Super. Zugriff gewährt. Vielen Dank. So, wieder alle Kameras aus. Und weiter geht's. Oh, wenn wir schon mal hier sind, können wir auch hier noch hacken. Okay, das sieht theoretisch eigentlich ganz leicht aus. Zugriff gewährt. Jetzt. Ach, hier sind auch noch ein paar Sachen. Na, Betäubungsgewehr brauchen wir nicht unbedingt. Zumal wir seit Maliks Tod eh keine Gefangenen mehr machen wollen. Wow.